Das Wort hat nun Frau Heiduck. Herr Kollege, Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, das ist schon eine schlimme Nachricht gewesen gestern seitens der HSH Nordbank, dass sie nämlich davon ausgeht und dass sie damit rechnet, dass Hamburg und Schleswig-Holstein ihre Garantien in der Höhe von 1,3 Milliarden Euro werden zur Verfügung stellen müssen ab dem Jahr 2019. Und das ist eine schlimme Nachricht eigentlich in sehr enger Folge von sehr negativen Nachrichten bei der HSH Nordbank. Und das gibt noch mehr Anlass zur Sorge. Wir haben jetzt realisiert und gestern in der Ausschusssitzung sehr ausführlich beraten, dass die Ausfallraten im Bereich Schifffahrt sich aufsummieren auf eine milliardenschwere Summe, Abschreibungen und Zahlungsausfälle von 4,5 Milliarden. 3,2 Milliarden als sogenannte Erstverlustgarantie muss die Bank selber tragen, aber die restlichen 1,3 Milliarden Euro eben die Anteilseigner Hamburg und Schleswig-Holstein. Und wenn man sich mal überlegt, dass wir bisher immer davon gesprochen haben bei der Garantie, ja, bisher haben wir ja immer nur von Wahrscheinlichkeiten gesprochen, dass sie in Anspruch genommen werden muss. Und da wurde immer das so erklärt, die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Euro in Anspruch genommen werden muss, beträgt 41%. Das war die alte Zahl, die ist jetzt wahrscheinlich deutlich über 50%. Davon dann von einem Tag auf den anderen, von der Ziehungswahrscheinlichkeit des einzigen Euro auf die Ausstellung einer ziemlich klaren Erwartung, das werden 1,3 Milliarden Euro. Das macht, glaube ich, deutlich, was wir da gestern für eine Nachricht bekommen haben. Das jetzt als Nachricht vor dem Hintergrund, dass zwei Wochen zuvor der Aufsichtsratsvorsitzende Hilmar Kopper beiläufig erwähnt fast nach einer Aufsichtsratssitzung gesagt hat, dass er sich wünschen würde, dass Hamburg und Schleswig-Holstein ihre Garantie wieder aufstocken von 7 auf 10 Milliarden. Wenn man das mal zusammen betrachtet, dann muss uns klar werden, diese Frage jetzt wohlwollend zu beantworten, die kann man, glaube ich, nicht so schnell fällen. Man muss sich dieser Frage wahrscheinlich stellen, wenn die Bank unter Existenzdruck gerät. Aber ich möchte eins sagen, mir ist natürlich auch durch die Beratung noch mal deutlich geworden, dass wir die zusätzlichen Risiken bei so einer Garantieaufstockung auch sehr genau erkennen und klar haben müssen. Wenn es so ist, was die meisten sagen, die von der Sache viel mehr verstehen als Experten als ich, das ist, dass sie sagen, sie gehen dann von einem neuen EU-Beihilfeverfahren aus. Was das für eine Belastung für die Bank ist, das haben wir erlebt, als das EU-Beihilfeverfahren noch lief. Und natürlich muss man dann damit rechnen, dass möglicherweise das gesamte Geschäftsmodell und alles nochmal grundsätzlich in Frage gestellt wird. Außerdem müssen wir natürlich zur Kenntnis nehmen, dass in dem Garantievertrag zwischen unserer Stadt und der Bank und dem HSH-Finanzfonds, wenn ich das einfach mal zitieren darf, aus dem Zwischenbericht der HSH zum 30. Juni 2012 ganz klar niedergelegt ist, der Garantiebetrag kann nach einer erfolgten Reduzierung nicht wieder erhöht werden. Wir haben es also vertraglich mit einer Situation zu tun, die uns gar nicht so einfach bereitsteht. Und wenn man dann noch in die Verwaltungsvorschriften unserer Landeshaushaltsordnung schaut, da steht zu § 39 unter 5. Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen dürfen nicht übernommen werden, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Inanspruchnahme der Freien und Hansestadt Hamburg gerechnet werden muss, dann stellt sich ja die Frage, ob dieser Garantieweg uns überhaupt noch offen steht oder ob wir nicht, was dann die Alternative wäre, in diesem Fall Ausgaben- oder Verpflichtungsermächtigungen vorsehen müssen. Dieser letzte Fall macht deutlich, dass die Frage, die wir schon gestern aufgeworfen haben, müssen wir nicht
über die Finanzplanung dieser Stadt, dann auch zügig reden, ob wir sie anpassen müssen, vielleicht noch nicht direkte Zahlungen aus dem Doppelhaushalt 13/14, aber dass wir ab Januar uns vielleicht mal zusammensetzen müssen, die Finanzplanung der Stadt und im Lichte der HSH-Entwicklung anzupassen, das steht, glaube ich, an. Ich konnte in den ersten 5 Minuten noch nicht alle unsere Forderungen von grüner Seite sagen, deswegen werde ich mich noch mal melden. Schönen Dank.